und herzlich willkommen hier beim Pool Cleaning Simulator. Ja, Leute, wir lieben es, alle sauber zu machen und wir machen die Pools von anderen Leuten sauber. Create new game, enter company name, the MGX Standard, wie immer, neues Spiel erstellen. Nie gespielt, Wasserstrahl. Dieser Tipp ermöglicht einen größeren Waschwinkel, jedoch auf Kosten der Entfernung. Super. Ich hoffe, es ist nicht so laut. Es ist doch sehr laut. Ich drehe mal ein bisschen runter. Also, es soll schon gute Lautstärke sein. Ah, drücken Sie Tab, um das Tablet zu öffnen und die E-Mails zu lesen. Alrighty then. Pool Type. Pool Typ, Ihr Leitfaden zum Spiel. Es lohnt sich, auf seine Ratschläge zu hören und alle seine E-Mails zu lesen. Tutorial 1. Hallo, Freund. Hallo, freut mich, Sie kennenzulernen. Ich werde Ihr Führer in die wunderbare Welt der Poolreinigung sein. Wir warten auf viele spannende Bestellungen für Schwimmbäder von verschiedenen Kunden und diese können sehr spezifisch sein. Wir sind in Ihrem Hauptsitz ansässig. Du hast es vom alten McDuck geerbt, deinem Onkel aus Amerika, der angeblich verschwunden ist und niemand weiß, wo er ist jetzt. Hier verwalten Sie Ihre Ausrüstung, kaufen ein und erledigen Besorgungen. Achten Sie auf den Ruf Ihrer Kunden und Ihres Unternehmens. Je besser Ihr Ruf, desto mehr Bestellungen erhalten Sie. Beginnen wir mit den Grundlagen. Grundlegenden Dingen. In der oberen linken Ecke finden Sie die aktuell ausgeführte Aufgabe. Versuchen Sie, die erste Aufgabe zu erledigen. Wow. Schauen Sie sich mit wer... Okay, gut, okay. Versuchen Sie Shift, um schnell. Machen wir. Versuchen Sie zum Ducken. Und springen. Gut. E-Türen öffnen. Mach ich. Lass mir rennen hier. Heben Sie den Müll... Oh, jetzt hier los hier wieder mit Müll, ne? Wie hebe ich denn das auf? Ach, eh. Haben wir Mülleimer? Hallo? Ist nicht dein Ernst. Ich muss jetzt mit jeder kleinen Scheiß hier rauslaufen? Nee. Außerhalb der Werkstatt. Och, Kacke, Alter. Wirklich? Na gut, okay. Anscheinend müssen wir nicht alles aufheben. Nur bestimmte Sachen. Und was ist das denn? Öffnen Sie den Store-App auf Ihrem Tablet. Aufgabe erledigt. So, was ist denn das hier? Mach doch mal rein. Hä? Wo muss das jetzt hin? Bleibt hier einfach liegen, oder was? So, Tab. So, neu. Oh. Tutorial 2, Geschäft. Tutorial Teil 2, nicht schlecht. Sie haben Ihre erste Aufgabe erledigt. Sie haben die erste Reputationsstufe erreicht. Mein Freund betreibt einen Laden. Ich habe ihm gute Worte über dich zugeflüstert. Er sollte Ihnen eine E-Mail schreiben, Sie lesen und weitermachen. Okay, bla bla bla, warte mal. Aber ihr seid hier, Geschäft. Geschäft, der Freund vom Pool Guy, der den Laden leitet. Er hat sich mit nicht namentlich vorgestellt, also nennen wir ihn einfach den Laden. Bei ihm können Sie viele Werkzeuge, Chemikalien und Upgrades kaufen. Okay, geh mal weg hier. Hallo, ich sehe, wir haben einen gemeinsamen Freund. Hören Sie zu. Ich habe für Sie ein kleines Startpaket zum Aktionspreis vorbereitet. Mein Sortiment ist das Beste vom Besten. Sie werden nicht alles auf einmal kaufen können. Achten Sie also auf Ihren Ruf. Für jedes Level können Sie neue Ausrüstung kaufen. Pass auf dich auf und viel Glück. Geh mal weg hier. Zack. Oh ja. $40. Wird neue Klingel. Oh. Geht auf. Rückkehr rein. Ah. Ah, reinigen den ersten Fleck auf dem. Okay. Oha. Ja, warte mal. Ich mach das hier. Ey, das ist so laut, ey. Ich verstehe das nicht. Aha. So, wirklich. Ach so, da können wir sehen, was wir reinigen müssen. Aufgabe erledigt. Ja, öffnen Sie den Anwendungen. Oh Mann, Alter, jetzt der schon wieder. So, wow, wie sauber es jetzt ist. Okay, das Letzte, was ich Ihnen zu Beginn sagen möchte, ist Ihr Tablet. Nutzen Sie es. Sie werden dort viele nützliche Anwendungen finden. Sie hatten bereits die Gelegenheit, sich mit den E-Mails und Store-Anwendungen vertraut zu machen. Eine weitere Anwendung ist Task Tracker, wo Sie eine Liste von Aufgaben und deren Beschreibung finden. In einer anderen Anwendung Guidebook finden Sie Anleitung für fast alles und in My Company können Sie Informationen über Ihr Unternehmen und seinen aktuellen Reputationsstand lesen. Jetzt hau doch mal endlich ab, Junge. Lass uns in Ruhe.
So, was sollen wir jetzt machen? Öffnen den Guide, okay. Okay, Schwamm, bla bla bla. Einträge in der Anwendung, Guide. Lesen 5 übrig, nutzen die. Oh Mann. Was will denn der Dreck hier? Ich will doch nicht alles hier durchlesen. Machen Sie sich mit Ihrem Tablet vertraut. Ah, nutzen Sie den grünen Knopf, um Geld zu verdienen. Welchen grünen Knopf? Ah, okay. Bla, Quatsch mir nicht braun hier, Junge. Verstehe jetzt schon. E-Mail, was haben wir denn? Tommy Quaker? Quaker? Hallo, der Ententeil 1. Hallo! Ich würde gerne nach den Dienstleistungen Ihres Unternehmens fragen. Der Frühling steht vor der Tür und mein Pool ist vom Winter noch ungereinigt. Ich benötige eine vollständige Algenentfernung und eine Wasserdesinfektion mit Chlor. Die Chlortabletten, der Schwimmer und das Wasserkontrollsystem befinden sich in meinem Schuppen neben dem Pool. Oh, und wenn Sie etwas Freizeit haben, möchte ich, dass Sie noch eine Kleinigkeit tun. Wissen Sie, ich bin ein großer Fan von Badeenten, weil ich ein Trottel bin. Leider haben meine Kinder einige der besten Badeenten aus meiner Sammlung verloren. Wenn Sie welche im Garten sehen, legen Sie sie einfach hier in den Warenkorb und ich gebe Ihnen ein kleines Extra, wenn Sie sie alle finden. Mit freundlichen Grüßen, Tommy Quaker. Wir brauchen empfohlenen Artikel. Ja, und jetzt? Warte mal. Öffne den Task Tracker. Aufgabe. Ja, und jetzt? Das wissen wir doch. Beginnen Sie mit dem Verfolgen einer. Ja. Ich würde gerne. Geschäft? No. E-Mail. Ja, den Quaker, den würde ich gerne machen. Beginnen Sie mit der Verfolgung einer anderen Aufgabe aus einer anderen Quest-Reihe. In der Task-Tracker-Anwendung klicken Sie auf den Aufgaben und. Ist das hier eine Scheiße? Ich will doch nur eine scheiß Aufgabe machen. Ja, hier. Packen Sie den Hochdruckreiniger in Ihren Transporter. Packen Sie. Das wird ja wohl kein Problem sein. Wo ist mein Transporter? Das Ding, das fette Teil da draußen oder was? Was ist das hier? Hä? Und jetzt? Alter Schwede! So, trennen Sie den Wassertank und füllen Sie ihn. Wo ist denn der Wassertank? Das Ding hier? Hier können Sie Wasser in den Behälter. Ah, warte mal, hier. Packen den Wassertank in den Trans. Kann man den extra hier irgendwo hinpacken? Kaufen Sie einen Schwamm. Okay. So, in Ihren Van. Kaufen Sie Chlortabletten. Jetzt reicht's aber langsam. So, so, Chlortabletten. Komm die hin. Komm die hier. Komm. Hier. So, öffne die Anwendung My Company. Achso, nee, My Company, da unten ist es. My Company, neue gegen Katzenfutter, Hundefutter. Reputation, okay. Standard Wassertank für den Hochdruckreiniger. Gut. Öffnen Sie Mail. Was? Hey! Mail-App und beginnen Sie mit der ersten Aufgabe. Ja! Quaker hier. Den wollte ich doch schon die ganze Zeit. So, play. Ich will Quaker sein Dreck da. So, jetzt geht es los. Erste richtige Aufgabe. Mal kicken, wo wir uns mal. Leeren Sie den Pool. Wir brauchen hier Enten, ne? Was ist denn das für ein Dreck? Kann ich den wegschmeißen? Was ist das denn? Wieso fahre ich denn jetzt das Ding? Okay, wir sollen den Pool leeren. Und wir müssen da Enten ausschalten, ne? Guck mal hier. Ah ja. Wunderbar.
Die Mucke lassen wir einfach mal laufen. So, hier haben wir seinen Piss. Was passiert da? Ich habe aus Versehen das Richtige gemacht. Ey, guck mal. Wie viele Enten sollten das denn sein? Mr. Quaker. Hab ich jetzt alle? So, Schmutz im Schwimmbad entfernen. Nur Probleme, wir nehmen erstmal unseren Hochdruckreiniger. Erstmal das Wasserding. Hey! Macht das da ran. So. Das wird ätzend, das sage ich euch gleich. Weil wir jedes Mal wieder zurückrennen müssen und den auffinden. Da oben ist noch eine Ente. Was haben die Jörn hier gemacht? So, gut. Lass mal. Wir fangen mal an. Gott sei Dank, es geht gut schnell. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Ich muss wieder leiser machen. Ey, leck mich doch am Arsch. Ja, ist okay so. Erstmal machen wir den Rand. So, der Rand ist sauber. Und jetzt können wir auch noch irgendwie so machen, genau. Ja, genau, so wollte ich das. Jetzt machen wir die Poolwand. Oh, es geht aber gut schnell, ne? Der ist echt gut, der Hochdruckreiniger hier. So. Ist der mit Akku oder was? Der kleine Wasserbehälter da, der und so eine Power hat das Ding hier. Krass. Wir können auch noch mit F drücken, ne? Hier. Alter, war doch noch ganz schön viel, ne? Ja, sehr schön. Die Wand ist fertig. Jetzt kommt nur noch der Boden. Kriegen wir auch noch wunderbar hin. Ne? Vielleicht können wir da irgendwie so. Das ist ganz lustig gemacht. Und der Wassertank hält ja ewig. Guck mal, wir sind gerade mal bei 50. Alter, hier sind aber noch viele Ränder, ne? So, gut, das hätten wir. So. Schön sauber machen. Wunderbar. Zack. Füllen Sie den Chemikalien-Schwimmer mit Chlortabletten. Müssen wir Chlortabletten holen. Sind hier noch irgendwo Enten? Guck mal, da ist noch einer. Guck mal her hier. Die sind hier. Da ist auch noch eine. Hallo. Nicht daneben. Gibt's denn? Hier wird auch noch eine. Ja, ey. Wie viele Enten hat denn der Penner? Wartet jetzt langsam? Oder unter dem Tisch noch? Auf dem Zaun hier irgendwo? Hat er auf dem Dach was? Alter. Das kann nicht wahr sein, ne?
Hört das überhaupt mal auf? Kannst hier, glaube ich, gar nicht alle Enten finden. Never. Also werden hier vorne auch Enten versteckt sein. Ganz große Klasse. Okay, hier drin scheint nichts zu sein. Ja, wieder die Gören, wisst ihr? Einfach alles verstecken. Aber ich glaube, das war's, ne? Also sehen tue ich jetzt hier nichts mehr. Vielleicht noch ein Baum. Da, okay, ich wusste das. Geh weg da! Ich hab alle! Sehr schön. Jetzt holen wir uns die Chlortabletten. Ja, damit. So. Vier oder was? Vier Tabletten sollen da rein, oder? Okay, entschuldige bitte. Wie kann ich das Ding aufmachen? Okay, wirklich vier. Gut. Ja. Gießen die Wasser in den Pool. Wir bringen mal die Chlortabletten weg. Wunderbar. So, so. Ding wird wieder aufgefüllt. Yes, Alter. Mann, ich hab's drauf. Ja, ist jetzt fertig, oder was? Alter, wie viel geht denn da rein? Ja. Geben Sie den chemischen Schwimmer in das Wasser des Schwimmbeckens verbleiben. Ja, das weiß ich ja. Schön. Schön sauberer Pool, muss ich sagen. Guck mal, da hinten soll er hin. Okay. Sie haben alle Aufgaben erledigt. Gehen Sie zur E-Mail, um die Mission abzuschließen. Wunderbar. Der schwimmt ja extrem weit oben, ne? Sie haben alle Aufgaben... Ja, ich bin bei E-Mail. Bla, vollständig. So, Neuigkeiten aus dem Schwimmbad. Okay, 8 Minuten habe ich dafür gebraucht. Okay, okay, okay. Weitermachen. $155 habe ich dafür gekriegt, oder was? Ja, ist jetzt nicht atemberaubend, aber... Hm, was soll man machen? Cool rein, ja, verdient nichts. So, jetzt zeig ich her hier. Oha. Zehner? Was haben wir denn? 355. Chlor- und pH-Meter, Schraubendreher. Wir werden mal holen. So, zack. Kommt hier rein. Okay. Da oben. Thermometer. What? Schraubendreher. Kommt da bestimmt hier irgendwo rein, ne? Ne, hier. An die Werkzeugwand. Ja. Yeah. Was haben wir hier noch? Sehr schön. Dann werden wir... Wir haben hier... Was ist denn hier alle drin? Langer Typ. Standard-Hochdruck-Reinigerspritze. Vielleicht nur so ein Wasserbehälter, ne? Das wäre vielleicht nicht schlecht. So, E-Mail. Adam Salomon. Aber wir werden erstmal nochmal kurz, zack, zack, den auffüllen lassen. Kann ja laufen, da. Ihr könnt... Habe ich kein Wasser dran? Ach, der ist schon voll. Okay. Dann gucken wir mal. Adam. Was hat denn Adam? Hotelteil. Ach, im Auftrag des Paradieses Hotels suche ich einen professionellen Poolreinigungsfirma, die unseren Problem mit Piranhas löst. Einer unserer Kunden
hat diese wütenden Fische versehentlich in unserem Pool entlassen. Und wir mussten den gesamten Bereich evakuieren. Es wäre großartig, wenn sie sich verschwinden lassen und unseren Pool reinigen könnten. Denken Sie daran, den Filter auszutauschen. Der Code für unseren Rohrbox ist 5532. Dieses Rohrsystem ist ziemlich kompliziert, daher hier eine Anweisung, um das Becken zu entleeren. Betätigen Sie den roten Hebel zum Nachfüllen, drehen Sie das rote Radventil und bewege den blauen Hebel. Wenn der Filter korrekt ausgetauscht wurde, sollte sauberes Wasser fließen. Ich habe auch den Eindruck... Alter, was brauchen wir denn alles? Okay, wir müssen ihn nochmal machen. Chlorflasche pH plus, pH minus kaufen wir erstmal. PH plus, pH minus und Chlorflasche. Jetzt sind wir pleite. Aber das wird jetzt, glaube ich, für die Folge gar nicht mehr reichen. Wenn wir jetzt das von dem da, von dem Großen da machen. Weißt du? Teil 2. Ich habe Ihre Dienste kürzlich in Anspruch genommen und bin sehr zufrieden. Hören Sie, es ist schon eine Weile her und ich brauche wieder Ihre Hilfe. Ich habe aus Versehen zu viele neue Badenten bestellt. Die Kuriere haben sie in meinen Pool geworfen, wodurch der Pool wieder schmutzig wurde. Könnten Sie mir helfen, es aufzufrischen und die Enten einzusammeln? Ich habe auch neue Lichter für meinen Pool bestellt. Können Sie diese bitte anschrauben? Der Netzschalter befindet sich im Schuppen. Und noch etwas. Meine Frau hat die Baupläne für mein neues Projekt versteckt. Wenn Sie sie finden können, zahle ich etwas. Ja, okay, gut. Haben wir jetzt alle? Ja. Schrauber haben wir. Die Pleite, ne? Filter und Eimer. Brauche ich noch. Boah. Filter. Wo ist denn der Eimer? Wo ist denn der Eimer? Ich habe keinen Eimer, ne? Wie mache ich denn das jetzt? Oh, ein Eimer. Wie ich denn her? Inventar? Nisch. Behälter mit Chlor? Ich mach die Scheiße einfach. Ich hab zwar keinen Eimer, aber du, ey. Drauf geschissen. Kommen wir wieder hier zu den Enten, ne? Ach du heilige Scheiße. Was ist das denn? Wir müssen die farblich sortieren auch noch. Ey, das dauert ja ewig. Alter, ja klar. So ein Idioten, ne? Hätte ich aber auch immer, muss ich ehrlich sein. Okay. Sowas liebe ich ja. Sowas, was überhaupt nicht Zeit kostet, ne? Ist das, ey, sag mal. Wirklich so eine Frechheit. Dieser Volltrottel, da wäre die Aufgabe in Dings. Saudi-Arabien schneller gegangen, ne? Mit den Piranhas. Hat mich schön getäuscht. Was ein Arsch. Wie kann man so viel Gummienten bestellen? Dafür suche ich seine Pläne nicht. Warte mal. Was ist denn mit dem Ding hier? Kann ich damit nicht die Dinger mehr fischen? Also, habe ich da nicht mehr? Nein. Mann, jetzt jeder hoch, sonst knall ich den.
Ah, dafür knall ich den Typen da ja eh, ne? Wenn der Auftrag erledigt ist. Schau euch das an, wie viele das sind. Was hat denn der Sack da gemacht? Scheiße Quietsche dazwischen noch. Okay, jetzt kotzt mehr, kann ich nicht mehr nehmen? Nein. Kann ich nicht. Ich hoffe, man kann zwischenspeichern hier, ne? Weil ich glaube nicht, dass wir den Auftrag hier... Warte mal. Wer hat denn hier hingekackt? Ich puste die Scheißdinger da raus. Erstmal den Pool sauber. Und dann lasse ich sie hochtreiben. Die ganzen Enten. Genau so machen wir das. Das ist ein Plan. Ist so eine gute Idee, war? Guck mal, wo die hinfliegen. Jemand hat ihn. Oh, ich den rübergeschossen? Alles wieder, ja. Dann nehmen wir eins. Das ist doch nicht meins. Das ist mir doch egal. An diese verfluchten Enten. Kriege ich das überhaupt dahinter sauber hinter den Enten? Ah ja, anscheinend schon. Mann, Alter! Halt's Maul, ihr Tauben! Belasten! Wunderbar. Das läuft da sehr gut. Sehr schön. Wie? Das muss ich auch sauber machen, was ist denn das für ein Dreck? Dann hat da überhaupt nichts zu tun. Festhalten. Da ist noch was. Wieder weggeschmissen. Ich Idiot. Hier ist nichts mehr. Ich sehe durch die Enden noch nichts, ne? Hä, was habe ich jetzt? Habe ich ja nur das vordere Ding. So, ja, den Plan haben wir. Was ist das hier? Da sind die anderen Pläne. Ich sehe da nichts mehr. Ist alles sauber, ne? Hier. Muss ich, was muss ich denn hier machen? Die verschmolzen sind die Enten oder was?
der hier für eine Scheiße? Oder ist das hier? Verstehe denn hier? Der gehört ja nicht zum Pool, ich bin Poolreiniger. Zumindest, dass es wirklich die Enten sind. Scheiß Enten, ey. Mann, das ist ja schlimmer als jedes Aufräumspiel. Wirklich, das ist schlimmer als alle. Als alle zusammen. Ja, ist ja gut, Mann. Wir haben euch ja verstanden. Ich habe mit ein paar Enten gerechnet. Ja, aber Alter, er übertreibt hier maßlos. Was ist jetzt los? Zählen die als Verschmutzung? Wirklich? Oder was? Mann, rein da. Mann, weißt du, das ist nicht mal mehr lustig für die Kinder. Die findet auch nur noch zum Kotzen. Die werden sagen, Papa, du hast einen vollen Dachschaden. Mann, ey. Leute, ihr müsst euch das auch reinziehen. Ganz einfach, ich muss es spielen, ihr müsst es gucken. Ja, bestimmt spult ihr jetzt schön vor, ne? Ja, ja. Zeig mir wieder. Toll. Wir haben noch nicht mehr viele. Nur noch ein paar. Wir haben nur noch ein paar. Kann ich nicht von hier oben her. Eigentlich wollte ich ja Wasser da reinmachen, aber wenn er da sagt, nur 1% Verschmutzung, ist mir das irgendwie nichts. Ich weiß nicht, ob das denn für ein A. Weißt du? Dann geht das vielleicht nicht. Ekel! Wenn das die Quietsche dazwischen nicht wäre, die ganze Zeit. Ich latsche hier schön über sein Beet. Oder seine Blumen. Kann man nur so bescheuert sein und so viel Enten da reinpacken. Kann ich die werfen? Nee, ne? Drop? Drop? Nee. Ich will werfen, Mann. Mal schnell speichern. Ja, das müssen wir dann weitermachen. Weil das ist hier einfach ein bisschen zu viel. Das müssen wir in der nächsten Folge weiter Enten rausjackeln. Ich meine, guck mal, wir haben ja nicht mehr viel. Wir haben nicht mehr viel. Ich sag euch das. Leute, das war der Pool Simulator. Pool Reinigung Simulator. Und ja, ich hoffe, ihr fand es spaßig. Ich hoffe, ihr fand es ein bisschen lustig. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterhalten. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut da rein. Ciao.